Es ist das Ende einer Ära. Fast 40 Jahre nach dem Start der ersten Air Berlin-Maschine in Berlin-Tegel ist dort der letzte Flieger der insolventen Fluggesellschaft gelandet. Der ausgebuchte Flug AB6210 aus München landet auf dem Flughafen der Hauptstadt. Hunderte Schaulustige wohnen der Landung mit Wehmut bei. Ich bin immer gern mit Air Berlin geflogen. Das hatte auch so ein gewisses besonderes Etwas mit den Herzen zum Beispiel, mit den Schokoherzen. Auch bei den Air Berlin-Mitarbeitern ist die Emotion spürbar. Uns geht's allen, wir sind sehr emotional, wir sind zutiefst traurig heute an dem letzten Tag unserer Fluggesellschaft Air Berlin. Wir sind ein tolles Team gewesen und das tut einfach doll weh momentan, dass wir so auseinandergerissen werden jetzt. Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet und soll zu großen Teilen von der Lufthansa übernommen werden. Arbeitnehmervertreter sorgen sich vor allem um das Schicksal tausender Mitarbeiter, denen schon bald die Kündigung droht.